kannst du dich dann in den Newsletter eintragen. Das ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit so Newsletter-Werbung bekommst. Tatsächlich ist ja noch meine Website übelst klein, hat keine Angebote und was weiß ich. Aber da bekommst du halt dann manchmal so, ja, wie so Neuerungen, die halt erscheinen werden. Und dann halt nochmal gratis die, also das 13-seitige PDF von Spielen, von Videospielen, die man immer mitnehmen kann. Achtung, wir können es ja uns mal angucken. Wenn man hier zum Beispiel jetzt einmal bastler.de eingibt, müsste das eigentlich gleich kommen. Ja, hier. Diese Videospiele sollte man immer auf dem Flohmarkt mitnehmen. Das habe ich halt für jede Plattform so gemacht. Und da kannst du dann hier den Namen eintragen. Ha? Da hier ist ja mein Name. Hier haben wir dann auch wiederum nach ein paar Pokémon wahrscheinlich gesucht. Und dann hier halt auch auf E-Mail-Adresse, da klicke ich jetzt lieber nicht drauf. Und da kannst du dann das eintragen. Und du wirst definitiv jetzt erstmal ein paar Monate nichts mehr hören, außer diese PDF-Seite von mir bekommen. Ja, genau. Das ist wirklich so aufentspannt. Ne, wenn du dich in irgendeinen Newsletter einträgst, da bekommst du ja jede Woche mindestens 3 oder 4 Nachrichten, ist aber bei mir aufentspannt.